Grauhabicht. Okay. Da ist noch eine. Sind wir denn schon? Ja, wir sind schon. Wirklich da oben? Wir sollten vielleicht mal irgendwie da hochklettern. Oh. Die Maschine ist schnell. Was war seine Schwäche? Feuer? Feuer. Flieger down, Flieger down. Entschuldigung. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Da geht er down. Aber wir haben immer noch keine Blume gefunden. Langbein, alles klar. Hase. Der muss ja hier irgendwo sein. Aber er kann auch hier oben sein. Ich wette, das Ding ist da oben. 100 Pro ist das da oben. Hase? Oh, das könnte es sein. Ja, ich glaube, wir haben es. Nein, doch nicht. Oh Mann. Kaninchenknochen brauchen wir. Ah. Oh. Ja, wir müssen da irgendwie hochklettern, ne? Irgendwo muss ja hier ein Aufstieg sein. Das sieht doch gut aus. Oder? Nee. Nee, schade. Irgendwo muss man doch da hochkommen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Wo kommt man denn hier hoch? Ah, hier. Oder? Kommt man hier lang? Die Frage ist, kommt man hier auch hoch? Hier hoch. Aha, hier führt ein Weg hoch. Aha.
Nein! Oh. Warum? Warum? Ich wollte doch nur, dass sie sich da festhält. Warum? Warum, Aloy? Warum tust du mir sowas an? Okay, ich gehe nicht da lang. Ich hab's ja schon kapiert. Hoch hier. Hoch. Was machen die da? Oh, na klar. Oh Mann. Du bist auch gleich dran. Komm her. Voll erwischt. Bam. Und zack. So. Erste Aufgabe. Tut gut, aus der Stadt weg zu sein. Schafft. Ah, da kommt er ja. Ha, der liegt genau an der Klippe. Oh. Hübsch. Nicht fallen. Alles nur nicht fallen. Dankeschön. Wo ist jetzt diese dumme Blume? Das kann doch nicht wahr sein. Hallo, mein Großer. Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen. Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Cool. Okay. Aber irgendwo muss doch jetzt diese dumme Blume sein. Gibt's doch nicht. Ach! Wer blind ist, ist klar im Vorteil. Metallblume, Modell 3. Metallblumen. Unbekannte Machart, Schwung, Sandkeimung, Funktion wahr. Okay. Moment. Ich wanderte einsam wie eine Wolke. die fliegt über Täler und Hügel einher. Als ich es plötzlich sah, ein großes Volk. Ein goldenes Osterglockenmeer. Neben dem See und neben der Wiese, flatternd und tanzend in der Brise. So endlos wie die Sterne scheinen und funkeln hoch am Himmelszelt, erschreckten sich die langen Reihen am Rand der Bucht entlang am Feld. 10.000 konnte ich erblicken, tanzende Blüten, die munter nicken.
Okay. Nett. Um es mal irgendwie auszudrücken. Tja. Warum nicht? Ja. Warum nicht? Hier geht's lang, hier geht's lang, hier geht's lang, den geht's hier lang, den geht's hier lang. Dann könnten wir uns natürlich nach hier verirren. Könnten wir. Ich würde aber gerne ihm helfen. Das war doch die Quest mit seiner Schwester, oder? War doch so. Nee, das war... Ach so, da ist Ehrend. Ach so, was war denn das andere für eine Quest? Ehre den Gefallenen. Sonnenpriester Naman möchte ihre Versöhnung zwischen... Ach so, okay. Nee, dann brauchen wir da nicht hin. Da. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin, dann können wir... Das ist gut. Dann können wir zwischendurch noch Olin passieren. Dann können wir zwischendurch Olin eine in die Fresse hauen. Das finde ich doch super. Das ist doch toll. Das ist doch klasse. Naja, einen in die Fresse hauen sollten wir vielleicht nicht. Wir haben ja herausgefunden, dass er sozusagen nichts dafür kann. In Anführungszeichen. Man hat immer eine Wahl, aber... Ja, seine war zu dem Zeitpunkt wohl sehr begrenzt. Kommen wir hier runter. Ohne runterzufallen. Kante. Nein. Kommen wir nicht. Vielleicht sollte ich dann nicht mehr runterklettern. Das mag sein. Ah, schön. Ja, dann lass uns doch mal nochmal runterlaufen. Wir nehmen jetzt mal ein bisschen den schnelleren Weg. Aber vorsichtig sein. Ne? Schön vorsichtig sein. Wo kommen wir denn hier hin? Guckt mal, hier ist ja ein Weg nach unten. Wer hätte das vermutet? Okay, hier geht's nicht lang. Es geht hier nirgendwo lang. Voll komisch, man muss hier runterlaufen. Ach, na gut. Wenigstens geht die Sonne jetzt wieder auf. Oder? Ja, sehr gut. Das freut mich. Wir müssen mal unseren neuen Bogen wirklich ausprobieren. Die Feuersachen sind schon stärker, das ist schön. Hallo? Dankeschön. Oh, guck mal. Guckt mal, guckt mal, guckt. Was ihr nicht seht, das ist eine tote Maschine. Du bist wirklich aufmerksam. Okay, ich komme hier nicht weg, warum auch immer. Bam. Bam. Wer hat gesessen? Bam. Bam. Ho. Bam. Boah, die gehärteten Pfeile sind der Hammer. Die gehärteten Pfeile sind einfach der Hammer. Hohoho. Wie viel die einfach abziehen. Nehme ich lieber mit. Wir sollten jetzt nur die gehärteten Pfeile nehmen gegen Maschinen. Was brauchen wir eigentlich dafür?
10. Okay, 10 Scherben. Was brauche ich? Eine. Okay. Okay, da kann ich nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen. Das voll, das voll, das voll. Ja, der gut macht mal 22 Schaden, ne? Plus. Zack. War das gerade ein Hase? Glück gehabt. Wir müssen hier lang. Ach, ist das schön gewesen. Eigentlich wollte ich ja still und heimlich töten, aber gut. Da ist ein Wächter, vielleicht können wir ja den töten. Das war stylisch. Schnauze. Haha. Schnappbaue habe ich gelesen. Kommt doch her, Junge. Boah. Ich finde das ja immer geil, hier so lang zu laufen. Und das ist so episch, das sieht so geil aus, ne? Herrlich. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Etwas Vorrat. Und deswegen lassen wir uns auch ganz viel Zeit beim Spielen. Weil wir dieses Spiel lieben. Deswegen lassen wir uns ganz viel Zeit. Und nehmen jede Intrige mit, die wir kriegen können. Habe ich jetzt eigentlich den Dings da gelassen? Nein, natürlich nicht. Warum auch? So, der erste ist dahin und jetzt zeige ich euch, wie wir es vorher immer gemacht haben. Wir haben es vorher nämlich immer ganz still und heimlich gemacht. Zack! Und dann schnappen wir uns den letzten, machen eine Überbrückung, denn wir sind schon ewig nicht mehr auf einer Maschine geritten. Ich glaube, dafür musste ich Dreieck drücken, ne? Ja. Zack. Und wir überbrücken diese Maschine. Zack. Hallo, mein Großer. Juhu. Ja. Ja. Dankeschön. Und jetzt reiten wir auf unserer Maschine dem Sonnenuntergang entgegen. Ne, leider nicht. Wir müssen ja leider noch... Hä? Was war das denn für eine Aktion? Hüa! Hüa! Jiha! Wie kann ich euch helfen? Da, ein Wächter! Mehrere. Meiner macht sie alle kaputt. Die
Na klar, ihr wart euch komplett alleine. Wir haben euch nicht geholfen. Los, komm. Lass uns gehen. Lass uns gehen, Kopfi. Breitkopfi. Dankeschön. Du bist aber auch ein bisschen störrig. Oder? Kann das sein, dass du ein bisschen störrig bist? Auf jeden Fall bist du lahm. Das brauche ich später noch. Was haben wir denn hier? Ach ja. Einen Hasen haben wir auf jeden Fall. So. Ich muss leider mal absteigen. Nee. Halt, stopp. Brrr. Brrr. Verdammter Sand. Wieder nichts Vernünftiges. Pflanzenhorn. Ihr wart doch gegen Feuer, oder? Nee. Gegen Strom. Okay, er verprügelt ihn gerade. Sehr gut. Es gibt mir Zeit. Oder auch nicht. Und jetzt können wir das mal ausprobieren. Fuck. Wo kommt der zweite denn auf einmal her? Oh. Boah, wo kommen die denn alle her? Sag mal, gibt's ja wohl nicht. Los, geh ein. Ach, du bist auch nicht mehr auf meiner Seite. Das ist ja toll. Ist gut zu wissen. Oh, Leute! Komm her! 165 Schaden. Hohoho. So, alle erlegt. Genau. Zack. Gibt es nichts zu sehen. Nichts könnt ihr gegen unseren neuen Bogen ausrichten. 165 Schaden einfach mal gemacht. Zack. 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 Heilkraut mitnehmen. Jetzt haben wir leider unser Reittier verloren. Aber warum ist es denn wieder umgeswitcht? Nützlich für eine alte Rezeptur. Das verstehe ich jetzt nicht. Achso, wir haben ja noch das Lanzenhorn hier irgendwo. Ja, da. Hätte ich ja beinahe vergessen. Aber auch nur beinahe. So, Dille. Kurz Munition herstellen.